Ein Slide-Out im Wohnwagen. Und hier die Sensation der 2023er Cellini. Und Sabrina sagt, alles ist neu im Cellini. Und die neue Version, die zieht dir wirklich die Schuhe aus. Ihr seid in Idar-Oberstein. Wir sind in Idar-Oberstein, jawohl. Der CE 750 HTD. Ja, es ist wirklich ein ganz toller Wohnwagen. Man kann ihn bewegen jederzeit. Die Länge vom Wohnwagen, was hat der? Die Länge vom Wohnwagen Cellini ist bis zur Deichsel und im Aufbau, den wollt ihr ja immer gerne wissen, 9 Meter, hier, dann seht ihr das ganz genau, dann kann das auch keiner, 10 Meter 27 bis zur Deichsel und 7 Meter 46 in der Nutzlänge. Also 7 Meter 46 und die Gesamtlänge knapp über 10 Meter. Das Besondere ist der Slide-Out, gerade bei Schaustellern beliebt, hier, weil du kannst Bett und Küche wirklich stark vergrößern. Jawohl, der fährt einmal in dem Moment über 40 cm nach außen. Das Ganze sieht man nicht so oft. Den Slide-Out Cellini, ihr verkauft ihn ja, aber das ist jetzt ein Wohnwagen, der wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist. 3,5 Tonnen, das heißt, du brauchst ein starkes Zugfahrzeug. Da brauchst du dementsprechend mal mindestens ein Zugfahrzeug von 3,5 Tonnen. Hab einen Hilux. Wird das gehen mit 3,5 Tonnen angelast? Da kannst du was mit anfangen, ja. Ja, Gesamtzuggewicht auch. Natürlich das ganze Fahrwerk, Chassis und so weiter, das sieht aus wie Nutzfahrzeug, oder? Ja, das sieht so aus. Also richtig fett, wenn du mal gerade deine Hand da mal dran hältst, dass man streichelst. Zweites Händchen. Krass, also das ist wirklich was ganz anderes. Also auch die Handbremse, das ist massiv. Alles ist hier etwas massiver ausgeführt. Ist das für diesen Zweck schon direkt gebaut worden? Das heißt also Wohnen wirklich im Wohnwagen, oder? Robust, jawohl, ist dafür gebaut. Bitte mal vorne öffnen. Gerne. Gaskasten mit Alu-Riffelblech mit drin und ATC in Serie. Schwer, schwer, schwer. Ja, es ist alles ein bisschen massiver ausgeführt bei dem, oder? So, und das ist der Blick in die Frontgarage, Gaskasten. Da hat man sehr viel Platz und man hat eine extra breite Aufbautüre mit einem riesengroßen Sonnenschutz oben drüber, eine Markise, die da ist. GPS-Ortungssystem in Serie. Ihr habt schon Wagen wiedergefunden, die geklaut worden sind. Ja, korrekt. Kann der Kunde, wenn er nicht mal weiß, wo er steht, auch anrufen? Also es ist die Hardware verbaut und die Dienstleistung sozusagen, die Software muss per Lizenz erworben werden. 115.502 Euro. Ich komme mich daran erinnern, da kann man so einen Cellini noch kaufen für 90. Aber auch nicht schon wieder bei uns, wenn wir die Sondereinbauten dementsprechend dem Kunden eingebaut haben, dann waren wir oft über 100. Das hier ist ein Tiny House auf Rädern, so kann man sagen. Also du kriegst eine komplett eingerichtete Designerwohnung mit Designerküche, mit Badezimmer, mit Bett, mit allem drum und dran. Und das ist nicht nur ein Wohnwagen, das ist ein Wohnkonzept, dass du also wirklich alles auf einen Fleck hast. Ist der City-Wasseranschluss meistens Serie? Jawohl. Also das ist Serie. Ich kann ihn fest ans Wasser anschließen. Ich bekomme eine riesen Rundsitzgruppe. Ja. Das ist wirklich toll. Luftgefedert sogar, dass du den Härtegrad einstellen kannst. Eine luftgefederte Rundsitzgruppe? Nein, die Sitze sind luftgefedert. Ja, die kannst du dementsprechend einschalten und einstellen für den Härtegrad des Sitzpolsters. So, hinterlüftete Schauschränke sind hier drin. Ein Holz exklusiv für den Cellini, nehme ich an hier. Ja, das Klappenholz. Wie sagt man, Schiffs. Optik. Ja. So, dann hast du hier diese riesengroße Küche. Könntest du das Licht mal bitte aktivieren in der Küche, wenn das geht? Darf ich dir kurz was erzählen, darfst du? Bevor es nachher irgendwann mal in die Hose geht. Echtleder, dann hast du diese Funktion. Hast du ein Stoffpolster, ist das hier weg. Okay, das ist also in Verbindung mit dem Leder. Genau, und diese entsprechenden Funktionen der Kopfstützen. Hier kannst du ein Bett draus machen. Aus der kannst du ein Bett draus machen, tatsächlich eine große Liegewiese. So, ich zeige es gerade nochmal komplett. Komm mal bitte raus und dann können wir mal zeigen, wie das Ganze aktiviert wird. Wir haben ja nämlich ein Bussystem. Das kennt man aus den Wohnwagen. Wir haben eine Kompakt 3020 HE. Wahrscheinlich demnächst auch eine 3030, die jetzt kommt. Hier unten siehst du das. Alte Warmwasserheizung. Da unten kannst du diese Polster verstellen. Ah, okay. Das heißt, über Luft drücken kannst du das. Oder elektrisch. Über elektronisch gesteuert Luft. Luft. Okay, das heißt, du kannst den Härtegrad der Polster einstellen. Mhm. Das ist ja mal was ganz Neues. Licht. Warte mal, wir müssen irgendwie das Raumgefühl mal zeigen. Also hier sind wir ja jetzt im Bereich hier, haben wir noch kein
Slide-Out mit drin. Der beginnt bei der Küche, geht über das Bett hinaus. Und wenn du mal bitte in den Bereich trittst zwischen Küche und dem Kühlschrank. So, das ist die Breite, die praktisch verlängert wird. Und dich einfach mal da hinstellst, also vor die Küche bitte, und einmal mit ausgestreckten Armen dich drehst. Komplett einmal drehen. Das ist ja mal ein Raum, oder? Das macht der Slide-Out. Und was ein Slide-Out kann, kann nur ein Slide-Out. Das ist, glaube ich, die Breite kannst du nicht verändern bei einem Wohnwagen. Du kannst zwar das Raumgefühl durch helle Farben und sowas verändern, aber wenn jemand den ganzen Tag hier drin wohnt, das ist natürlich Luxus pur, so ein Slide-Out, oder? Richtig. Ja, du hast richtig viel Platz. Cool ist natürlich auch, dass Leute, die keinen C-Führerschein machen wollen, mit so einem Wohnwagen brauchen die nur einen Anhängerführerschein zu machen und können dann, ich sag mal, auch quasi einen Luxus-Liner hinter sich herziehen. Das Einzige, habt ihr schon mal Stockbetten hier nachgerüstet oder ist das, ich sag mal, als reines Zwei-Personen-Fahrzeug eigentlich konzipiert? Oder? Es ist tatsächlich beim 57er, was ja ungefähr der Puccini 57 ja auch eine gewisse Größe wie das Fahrzeug hat, nur dann halt 2,50 Meter breit bleibt ohne ausfahrbar im Ärger, als Sonderbau ein Etagenbett eingebaut worden. Aber dann sind die Betten sehr kurz, die Toilette fällt weg und von deinem Waschbecken musst du auch noch ein bisschen was einsparen. So, und du hast wirklich alles. Du hast eine Küche mit drin, du hast einen großen Wohnraum mit drin. Du hast eine ganz große Ablagefläche hier. Das heißt also, die Küche ist wirklich sehr, sehr tief. Warum hat man die so tief gemacht, die Küche? Hat das einen Grund? Weil die könnte man ja ein bisschen kürzer machen, da hättest du noch mehr Platz hier zum Durchgehen. Oder hat sich das so ergeben im Laufe der Zeit, dass das optimal ist? Ich würde das einfach mal als Frau so sehen, dass ich ja auch gerne vielleicht mal eine Kaffeemaschine oder irgendwas mir hinstellen möchte. Und dann habe ich hier hinten halt diese Möglichkeit. Du kannst auch eine Mikrowelle hinstellen zum Beispiel. Zum Beispiel. Oft stehen die ja an einem Ort über mehrere Monate, oder? Erstmal ein bisschen fest und hier sollte auch nochmal vielleicht ein Hinweis erfolgen, dass dieser Aircut doch mal bewegt werden muss. Die Motoren müssen wirklich mal ein- und ausgefahren werden. Sonst lange einfach ausfahren, nur hinstellen. Nicht gut. Ist für Motoren halt auch nicht gut. Ein Auto muss man auch bewegen. Also ab und zu mal rein und raus fahren wäre ganz gut. Und man kann sich ja das irgendwie in einen Timer stellen. Ja, ich mache das für den Pool und die Pool-Tabs ja auch. Ja, funktioniert. Bitte mal öffnen hier so einen Schrank. Ja, bitte. Bin mal gespannt, wie tief die sind. Okay. Dann Soft-Close-Einzug. Sind da, ich sag mal, Schubladen, die noch viel tiefer sind? Oder was ist mit dem Raum, der da unten drunter ist? Und nein. Der Raum, der unten drunter ist, ist tatsächlich blind, dass keiner irgendwo was rein hantiert sozusagen, was dann mit der Elektronik vom Slide-Out zu tun hat. Das heißt, der Slide-Out hat ein bestimmtes Gesamtgewicht und damit da nicht einer, ich sage jetzt mal 500 Kilo reinpackt, zum Beispiel Wasserflaschen oder irgendwas, ist der blind gehalten, denn der Slide-Out trägt nämlich auch dieses riesengroße Queensbett mit drin und da schlafen die Leute ja im Slide-Out drin, das langt ja dann, glaube ich, auch schon. Das ist ja immer noch Leichtbau, trotz 3,5 Tonnen, oder? Mhm. Ach, geh mal schön, bitte aufs oder? Bett. Kann man ihn benutzen im eingefahrenen Zustand? Geht das? Im eingefahrenen Zustand kannst du das Bett nicht benutzen. Gar nicht? Nein, weil das Rückenteil ja hinten, also das Kopfteil, einmal sich nach oben neigt im Winkel und fährt hoch wird, hochkant, dass du hier unten noch gerade so vorbeigehen kannst. Okay, das heißt, wenn du parkst, musst du den Slide-Out rausfahren. Dann müsstest du den Slide-Out rausfahren, genau, weil dieses Kopfteil dann im Endeffekt hier so fast eine Stütze dann in dem Moment ja darstellt. Und kann ich mich aufs Bett denn legen, wenigstens? Geht das im eingefahrenen Zustand? Du könntest dich nicht aufs Bett legen. Also die Lounge-Funktion oder irgendwie nutzen? Nee, das Bett ist halt hier hinten ja hochgestellt. Okay, verstehe. Buch könntest du lesen. Buch kann man lesen. Buch könntest du lesen. Das Licht hier hinten, wir haben es eben gesehen, in den neuen Pantiga-Modellen hat man das Licht von Cellini kopiert. Was muss ich tun? In dem Moment, wenn die Bussysteme, wie du immer so schön sagst, das Ganze einmal steuern. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So, da ist es. Und dann hast du dieses Überkreuzlicht, was du da hast. Auch der Fernseher, richtig groß, elektrisch einfahrbar. Da ist er fein. Fein nochmal aus, bitte. So, einmal wegtreten und dann kommt er raus. Das Ganze mit
23,8 Zoll steht drauf. Schön. Großer Schrank hier, Spiegelschrank. Ja, an der Seite. Den machen wir mal auf. Und du hast hier vorne ja noch einen bei dir. Alt verbaut. Das ist schon das Flaggschiff, oder so ein bisschen? Das ist das Flaggschiff. So, großer Kühlschrank auf der Seite. Plus nochmal großer Kleiderschrank. Zweiter Fernseher übrigens hier. So sieht das Ganze aus. Und eine Abtrennung, wenn ich abends schlafen möchte. Und vorne ist noch jemand. Hast du hier eine Abtrennung. So, jetzt werden viele kommen und sagen, naja, so ein Faltvorhang, der mit dabei ist, passt das. Aber ihr habt nur diese Faltvorhänge drin. Und es hat sich gelohnt, weil die festen Türen im Laufe der Zeit, ich meine, das muss ja Leichtbau sein und so weiter und so fort. Und sie müsste ja auch riesig sein, um das Ganze hier zu verschließen. Gab schon mal Kunden, die gesagt haben, naja, so ein Faltvorhang passt nicht dazu oder so. Beim Vivaldi und Puccini gibt es ja die festen Türen. Und oft wird leider Gottes auch gerne mal vergessen, die Halterung während der Fahrt oder für die Fahrt zu befestigen. Und dann hast du richtige schöne Kantenbeulen, die brechen raus. Das hat alles sein Für und sein Wider, ja. Okay. Also hier kann das nicht passieren. Wir gehen mal ins Bad. Das ist ein besonderer Bereich hier in dem Auto. Denn das ist nicht nur ein Bad, das ist ein richtig großes Raumbad, in dem du dich auch richtig drehen kannst. So, haben wir auch schon Zerhacker-Toiletten, was auch immer, was das jetzt begehrt, eingebaut. Und das, was ich dir eben gesagt habe, wenn man kleine Kinder hat, dann hat dann auch schon ihr schon dementsprechend mal noch ein Bett eingebaut, wenn man die Toilette nicht braucht. Aber es ist eigentlich so ein Luxusfahrzeug, nenne ich es jetzt einfach mal, was nicht unbedingt für die Familie ausgelegt ist, sondern eher so für zwei Personen. Oder Umbau halt, wenn vorne die Rundsitzgruppe mitgenutzt wird. Also wenn du hier Wohnwagen-Fan bist und du willst kein Wohnmobil haben und ich meine, wir reden jetzt hier von der Ausstattung her über schon Luxusliner-Niveau, dann reden wir hier über 300.000 Euro beim Luxusliner, das fährst du hinterher, kannst das Zugfahrzeug noch mitnehmen, das ist ein Riesenvorteil, das ist praktisch ein Luxusliner mit eingebauter Garage vergleichbar und fahren kann man das Ding auch. Also ich sag mal, 10 Meter bin ich ja auch gefahren mit, nicht ganz, 9 Meter und 50 bin ich gefahren. Also das geht. Mit ein bisschen Übung, er schwenkt schon ein bisschen aus. Das muss man üben, oder? Es sollten keine Ungeübten unbedingt sein, die dann direkt die Panik bekommen. Aber du hast halt den Vorteil, wie du eben auch erwähnt hast, dass du dein Zugfahrzeug ja dabei hast und bist flexibel an Ort und Stelle, wenn du es abstellst. Kannst du das Licht mal hier gerade mal anwerfen, bitte? Ich bin gerade dabei auch mal. Das ist Toilette. Denn im Moment ist nur das Messelicht an. Tabat hat nämlich ein richtig tolles Lichtsystem entwickelt mit so Rautenmustern, die überall drin sind. Alles ist nochmal indirekt beleuchtet. Auch hier das Waschbecken. Sieht gut aus, gell? Sieht gut aus, ja. Ist so ein Schimmereffekt mit drin. Und die Dusche, mein Gott, wenn man die in jedem Wohnwagen hätte, die kommt nun wirklich aus dem Wohnmobilbereich. Geh mal bitte rein, Sabrina. Ja, bitte. Von der Größe her. Ich setze mich mal kurz auf die Toilette, dass wir das mal sehen. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Platz und gar keine Raumnöte hier in der Dusche. Okay, darfst du da raus? Ja, Ganze steht auf alte Warmwasserheizung. Autarkie-Paket ist Serie bei dem Fahrzeug? Ja. Ja, ist Serie. Mover ist, glaube ich, Pflicht. Bei diesem Geschoss ja und auch so vielleicht mal die Überlegung mit einzubeziehen mit den hydraulischen Stützen. Hydraulische Stützen, dass man die macht. Gibt es aber wirklich tolle Stützen, die voll automatisiert das Fahrzeug dann nivellieren und auch feststellen. Ja, vielleicht verkauft er das nicht alle Tage, zeigen muss man es trotzdem, denn es gibt eine große Nachfrage danach, aber die Leute überlegen dann natürlich bei dem Preis. Dann bist du natürlich der Star auf dem Campingplatz, nach wie vor auch mit dem Wohnwagen, oder? Ja, und man sollte auch schnell sein, weil die Fahrzeuge sind wirklich limitiert im Jahr auch dann zu erwerben und zu bauen. Also es läuft also keine 1000 Stück im Jahr, oder? Nee. Also wenn man da sich bewusst ist, solch ein Fahrzeug erwerben zu wollen, sollte man das jetzt tun. Und dann hat man so eine Lieferzeit von einem guten Jahr. Ihr
Ihr verkauft relativ viele, muss man sagen. Ihr seid fast in Deutschland der die meisten Slide-Outs verkauft, oder? In dem Bereich. Tandemachse, ja. Slide-Out haben wir einige schon verkauft, ja. Wir werden euch gleich mal ein Modell zeigen. Es muss nicht immer Slide-Out sein. Der Cellini ohne Slide-Out. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Sabrina. Und wieder mal was gelernt. Das 2023er Modell kommt mit aufblasbaren Polstern. Tschüss, Sabrina. Danke.